16.48 Uhr. Linda Börschner hat Sportkollegen Günni Wunstorf abgeschossen. Damit wird Linda leben müssen, falls sie das überhaupt weiß. Auf jeden Fall sitzt sie samt Vater vor mir und schildert mir die Einschätzung ihres letzten Schuljahrs. Nichts dagegen einzuwenden, sie ist fleißig, die Leistungen sind stabil und mehr wäre auch zum jetzigen Zeitpunkt sonderbar. Günni Wunstorf war eine Legende an unserer Schule, auch ohne übermäßige Frauengeschichten. Man munkelt, wäre das damals nicht passiert, hätte man die neue Sporthalle nach ihm benannt. Günni hat vor 30 Jahren mit einem Ball und vier Rädern hier das Radballspiel etabliert. Inzwischen spielt unser Städtchen in der zweiten Bundesliga mit. Wir hatten immer einen riesigen Respekt vor Günni. Günni unterrichtete neben Sport auch noch Geschichte, weshalb ich ein wenig Kontakt zu ihm hatte. Nicht nur seine beliebte offene Art war eine Eigenschaft, die alle an ihm beeindruckte, auch als Lehrer wollten sich einige ein Scheibchen von ihm abschneiden. Günni wusste alles. Nicht nur fachlich, sondern auch bezüglich der Beurteilung seiner Schüler. Selbst in den Notenkonferenzen saß er stets konzentriert da, ohne verkrampft zu wirken, und verfolgte die Noten, die per Overhead-Projektor, später per Beamer, an die Wand geworfen wurden. Ab und zu fragte er etwas nach, veränderte eine Note meistens zum Besseren und hielt es niemals für nötig, sein Notenbuch, das sich stets in seiner Hemdtasche auf der Brust abzeichnete, auch nur herauszuholen, geschweige denn aufzuschlagen. Bis zum vorletzten Schuljahr. Beim Durchgehen der Noten fiel auf, dass Linda Wirschners Sportnote fehlte. Linda Wirschner, die letzte Schülerin der 7a, die in der damaligen Konferenz aufgerufen wurde. Für Günni kein Problem. Die hat eine glatte 2. Ach, was sag ich? Sogar eine richtig gute 2. Ich hatte ihre Weite beim Weitsprung vergessen, rief er rein, damit diese fehlende Note nachgetragen werden könne. Die Schulleitung, der Klassenlehrer und der Protokollant schwiegen. Die Elternvertreter merkten nichts. Aber die Schülervertreter begannen zu murmeln. Svenja Borkner meldete sich zaghaft und begann sofort zu sprechen. Linda ist gar nicht gesprungen. Nichtsdestotrotz fuhr er fort und klopfte dabei auf die Hemdtasche. Hier sind ausreichend Werte und Zeiten drin, um ihr mit ruhigem Gewissen die Leichtathletik 2 geben zu können. Jetzt wurden die Kollegen unruhig, wodurch Günni verlegen in die Runde lächelte. Als unsere Chefin ruhig sagt, dass Linda das ganze Jahr wegen ihres schweren Unfalls vom Schulsport befreit wurde. Winnie, der damals neben Günni saß, wollte gerade aus Spaß in dessen Hemdtasche greifen, zog die Hand aber schnell zurück, als habe er sich verbrannt. Später einmal erzählte er uns, er habe statt des Notenbuchs nur einen Flachmann gefühlt. Günni ging danach in Kur und von da an in Vorruhestand. Eigentlich schade. Linda hatte noch lange mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen, holte aber soweit alles auf. Nur Günni hat sich von ihrem Unfall nie erholt.